Mehr Service, mehr Infos, mehr Tipps, mehr Chancen und Gelegenheiten, meine Damen und Herren, jetzt zur Adventzeit und dann natürlich auch ins Jahr 2013 bieten wir Ihnen bei Steiermark 1 etwas ganz Neues. Steiermark 1-Seher bekommen also mehr und auch darüber, so meinen wir, soll mal in einem Stadtgespräch geredet werden, damit Sie auch wirklich informiert sind, was Sie da erwartet, was Sie vielleicht ohnehin schon gesehen haben. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich freue mich wie immer auf meine beiden Gäste. Der eine ist der Christian Schmidt. Hallo. Steiermark 1-Seher werden ihn schon ab und an gesehen haben. Freut mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen. Und der Klaus Giermeier. Der Klaus Giermeier, ihn kennt man vielleicht jetzt noch nicht so genau, aber ich sage es Ihnen, um wen es sich handelt. Er leitet DUK. DUK ist das unmögliche Kaufhaus in Andritz. Er wird uns vorstellen, was es da alles zu kaufen gibt und was da so unmöglich ist. Ich freue mich jedenfalls, dass er da ist. Herzlich willkommen. Freut mich auch. Herzlich willkommen. Ja, lieber Christian, zu deiner ursprünglichen Profession. Und du warst ja schon einmal bei mir zu Gast vor langen Jahren. Genau, da hast du gestartet. Da bist du gestartet mit einer Musical-Akademie in Graz, die, wie ich glaube und erfahre, recht gut läuft. Aber sag uns einfach selber, wie läuft die Geschichte, wie geht's euch? Wer ist schon ein Star von deinen Schülern? Also Musical-Akademie Graz läuft wirklich sehr, sehr gut. Darauf bin ich sehr, sehr stolz. Mittlerweile jetzt im 7. Jahr. Jetzt haben wir einen neuen Standort in der Kärntnerstraße, den die Leute auch wirklich ganz toll annehmen, weil er wirklich eine tolle, coole Location einfach auch ist. Ja. Wir haben natürlich wahnsinnig uns weiterentwickeln dürfen in diesen Jahren und ich darf es, glaube ich, wirklich so voll stolz bekannt geben, dass die Musical-Akademie Graz mittlerweile wirklich eine Anlaufstelle ist für angehende Musical-Darsteller. Wir bekommen sie aus dem In- und aus dem Ausland und ich kooperiere mittlerweile mit den größten Musical-Stars unserer Zeit, allen voran meiner lieben Freundin Marika Lichter, die ja viele auch unserer jungen Talente dann nach Absolvierung der Ausbildung in ihr Management übernimmt und sie dann weiter begleitet auf ihrem Werdegang. Und wir haben einige Leute. Wir haben Leute, die in Deutschland spielen, unter anderem im Musical Grease und zwar wirklich in Hauptrollen. Wir haben aber auch Leute schon gehabt, die in der Grazer Oper hier bei uns gearbeitet haben, aber auch natürlich bei den Vereinigten Bühnen. Also generell werden unsere Leute sehr gerne angenommen, weil einfach auch, und das kriegen wir immer rückbestätigt, das Talent und die Ausbildung einfach passen. Na, Gott sei Dank, so soll es sein. Und das muss mal gesagt sein. Das heißt, es gibt nicht nur die eine Anlaufstelle, wie es Jahrzehnte war. Man muss nach Wien, wenn man eine gescheite Musical-Ausbildung will. Es gibt sowas auch in Graz, das 7. Jahr. Das ist, glaube ich, Zeugnis genug. Genau. Gratulation. Genau. Dankeschön. Klaus, DUK. Wieso DUK? Das unmögliche Kaufhaus. Ja. Also die Idee wurde eigentlich geboren in Deutschland. Ja. So der Freund geboren. Ich habe das Ganze nach Österreich gebracht. Mir war eigentlich immer wichtig, ich wollte nicht der Billigste sein, sondern einfach die unmöglichsten Preise machen. Was ja stimmt, ich war ja schon mal bei euch, also genau. Das muss man, ich will jetzt keine Werbung machen, wirklich nicht, aber das muss man ehrlich sagen, also die Preise stimmen wirklich und man findet auch wirklich alles, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas gibt, was nicht gibt. Es gibt eigentlich im Grunde genommen wirklich alles, bei uns gibt es wirklich von der Milka-Schokolade bis zum Adidas, Sweater, Nike, Messerset, wirklich alles. Und da war wirklich mein ganz großer Wunsch, nicht die billigsten Preise zu machen, sondern wirklich die unmöglichsten. Und das rechnet sich? Also man sieht ja dann, da ist ja was drin an Spanne. Also eigentlich schon, ja. Ich muss immer sagen, also für mich ist immer wichtig, sehr billig einkaufen und dass wirklich die Preise für den Endverbraucher passen, weil nur dann, wenn es für den Endverbraucher passt, passt das eigentlich auch für mich. Aber es ist natürlich auch für jeden Kunden, der noch nicht bei DUK war, eines natürlich wichtig, Qualität muss auch passen. Also das kannst du garantieren, dass also DUK nicht Ramsch das ist abverkauft, wirklich, sondern gute Qualität. Das ist wirklich so, also man muss wirklich sagen, so in den letzten, hat sich wirklich in den letzten 7, 8 Jahren sehr viel getan. Mhm. Früher ist einfach so gewesen, es hat sehr viele so die 10-Schilling-Shops gegeben, die sind eigentlich alle weggebrochen und mittlerweile ist wirklich so, das heißt, Qualität ist wirklich sehr hoch geschrieben, nur es muss der Preis passen. Mhm. Und bei uns ist wirklich so, wir wollen wirklich hohe Qualität und sehr niedrige Preise. Das ist eigentlich so meine Philosophie. Und jetzt stellt sich noch die Frage DUK. Was ist DUK? Was heißt DUK? DUK ist einfach die Abkürzung, das unmögliche Kaufhaus. Mein Gott, bin ich blöd. Genau. Ja, genau. Und das ist einfach, wir wollten einfach unmöglich sein. Ja. Nicht die billigsten, sondern einfach unmöglich. Also das lebt sehr mit Euphorie, wie ich am Klaus ja schon merke, erlebt es wirklich, sein unmögliches Kaufhaus. Aber deswegen seid ihr nicht hier, wir wollten euch nur mal vorstellen, euch verbindet auch was, uns alle verbindet was bei Steiermark 1, das ist ein neues Tele-Shopping-Konzept. Liebe Christian, stell uns einmal vor, um was geht es hier für Seher, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben? Also ich muss dazu sagen, dass ich ja selber ein leidenschaftlicher Teleshopper bin. Ich kaufe aber immer im deutschen Teleshopping ein, weil wir haben sowas in Österreich nicht. Ja? Und als ich jetzt zum Team von Steiermark 1 gestoßen bin, ja, da habe ich dann irgendwie in einer Besprechung
mal so angesprochen, na, warum hat Steiermark 1 eigentlich kein Teleshopping? Ich finde irgendwie, das hätte Platz hier, und ich glaube auch, dass es gibt so tolle Sachen in Graz, ja, und es gibt so viele Leute, die tolle Sachen anbieten. Ja, warum nicht übers Teleshopping? Und ich habe diese Idee dann so ein bisschen eingebracht, ja, und ich glaube, ich habe das Interesse der Senderleitung damit einfach auch geweckt. Mhm. Ja, und die haben mich dann irgendwie, haben sie uns dann vorgestellt miteinander. Genau. Ja, und es hat eigentlich gleich gepasst bei uns, und ich bin ja selber total begeistert von diesem unmöglichen Kaufhaus. Ja. Ich war ja auch schon dort mit Graz im Trend. Ja. Und so ist das dann entstanden. Und ich habe dann eben wirklich die Konzipierung gemacht für diese Art von Sendung. Und ich darf das mit meinem Team machen, mit dem Team der Musical Academy Graz. Ja, das erzählst du jetzt. Also, der es noch nicht gesehen hat. Also, was kann man sich vorstellen, wenn man das einschaltet? Das bist du mit Studenten und Studentinnen von dir? Unter anderem. Also, wir machen das so, wie es auch im deutschen Fernsehen üblich ist. Also sie können wirklich Waren übers Fernsehen bestellen. Die auch hergezeigt werden. Die auch hergezeigt werden, die präsentiert werden, die von Experten empfohlen werden. Also mit dem ganzen Hintergrund, mit diesen Informationen, die man braucht. Sie haben die gleichen Vorteile wie im deutschen Teleshopping. Und das ist natürlich etwas ganz Neues. Weil so wie wir es jetzt machen, ja, also wir lehnen uns wirklich, darf ich jetzt vielleicht sagen, HSE 24 QVC, dort lehnen wir uns an. So sind auch unsere Sendungen hier bei Steiermark 1 Home Shopping konzipiert. Mhm. Und wir grenzen uns ab von dem, was es im Teleshopping-Bereich in Österreich sonst so gibt. Ja, also wir machen wirklich da diese Qualität, die du in deinem Geschäft hast, bringen wir jetzt übers Fernsehen zu allen nach Hause. Das heißt, das Angebot, das es beim Christian bei Teleshopping gibt, ist Duckware. Genau, ist einfach Duckware. Und ich muss sagen, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich den Christian Schmidt kennengelernt habe oder kennenlernen durfte eigentlich. Bei mir ist eigentlich immer vorgeschwebt. Und zwar, ich habe früher sehr viel Werbung mit Flugblättern und Zeitungsinseraten gemacht. Ja. Ich wollte einfach da wegkommen und habe früher eigentlich immer nachgedacht, was könnte man anders machen, und habe Gott sei Dank den Christian kennengelernt, und der hat eigentlich die Idee geboren, wir mussten das Radio nicht neu erfinden. Ich wollte gerade sagen, Teleshopping ist ja gerade was Neues. Wir mussten ja das Radio nicht neu erfinden. Auf Steiermark 1 einfach mit dem Sender da reingehen und das moderieren, und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich den Christian kennengelernt habe. Und wie gesagt, das ist jetzt wirklich ganz schon fast peinlich. Aber der Reiz des Fernsehens ist natürlich schon ein besonderer, offenbar auch für den Klaus Kiemann. Genau, es ist einfach ganz was Neues, und da muss man sagen, also ist natürlich sehr gut, wenn man solche Leute kennenlernt, wie den Schmidt Christian, der sich wirklich vor der Kamera natürlich auch präsentieren kann. Na, er ist ja nicht so wichtig, die Produkte waren die Produkte, wichtig. Ne? Naja, es ist immer so, man muss schon eines dazu sagen, man kann die besten Produkte haben, wenn sie nicht gut vermarktet werden oder gut präsentiert werden, wird man sie nicht verkaufen. Und da habe ich natürlich mit Schmidt Christian natürlich ganz ein tolles Team gefunden. Wir haben ein tolles Team, es sind einfach junge Leute, die bei uns gesagt haben, in der Musical Academy Graz, sie interessieren sich auch für dieses Genre Fernsehen. Und jetzt haben wir da mit der Senderleitung so eine Kooperation, eben Steiermark 1 und Musical Academy Graz. Das heißt, man sieht auch frische Gesichter bei uns. Das ist ganz wichtig, weil Fernsehen lebt ja auch davon. Ja. Ja, aber dein liebt man ja auch. Also du bist ja eigentlich schon eine Marke. Auch, ne? Auf alle Fälle ist es so, dass eben da jungen Leuten auch die Möglichkeit gegeben wird, so Fernseherfahrung zu sammeln, neue Gesichter für den Sender. Wir präsentieren die Produkte. Das ist eigentlich sehr, sehr mit Liebe zum Detail auch gemacht. Und ich glaube, das hat wirklich eine Chance in Österreich, auf diese Art, wenn es so gemacht ist, wie es wir hier bei Steiermark 1 machen. Unsere Seher werden es entscheiden. Hoffentlich. Jetzt kann man davon ausgehen, also die unmöglichen Preise gibt es auch beim Teleshop. Gibt es natürlich auch bei Teleshopping, und was ganz hoch natürlich ist, auch die Qualität. Also die soll schon an erster Stelle stehen, Qualität, und natürlich ganz billige Preise. Okay. Und was natürlich auch jetzt noch nicht gegeben hat, die ganzen Produkte, die man jetzt direkt auf Home Shopping kaufen kann, kann man natürlich direkt auch vor Ort kaufen. Und das ohne Versandkosten. Nicht? Okay, jetzt klären wir gleich mal das Prozedere. Also wenn ich jetzt hergehe, ich schaue mir das an, ich interessiere mich für ein Produkt, tue ich was? Ich rufe eine Nummer an. Dann rufst du eine Nummer an, und damit kommst du in das sogenannte Callcenter von DuckTV. Ja? Okay. Und die nehmen dort deine Daten auf, du gibst deine Daten bekannt, deinen Namen, deine Adresse, sagst die Bestellnummer, was du bestellen möchtest, und kriegst das dann ganz bequem nach Hause geliefert. Gut. Du hast dann dort Zeit, 30 Tage dir dieses Produkt anzuschauen, es zu testen, und kannst es dann zurückschicken, wenn es dir nicht gefällt, wovon ich eben nicht ausgehe, weil die Produkte, wir haben sie selber getestet, sind wirklich gute Produkte, sonst würde ich es auch nicht machen, muss ich dazu sagen. Also ich habe es mir schon angeschaut, und ich bin ganz überzeugt von dem, was du tust. Und dann hast du eigentlich das Shopping-Erlebnis, dass du zu Hause sitzt, du schaust dir eine liebe, nette Sendung an, und es läuft ja schon. Also wir haben ja schon einen Start hingelegt, der uns alle verblüfft hat. Ja, also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir starten mit dieser Home-Shopping-Geschichte, und dann steht dieses Telefon nicht still. Du musst jetzt sagen, das geht ja rund bei dir. Es geht natürlich rund, es geht Tag und Nacht rund, und das ist wirklich, wir sind so froh, dass das so gut angekommen ist.
Und wir hoffen, dass wir... Jetzt sage ich mal, für unsere Steiermark Einzieher, also die da einkaufen, was haben die für ein Goodie, wenn sie nach Andritz kommen? Haben sie eines? Das war jetzt eine gemeine Frage. Aber das größte Goodie, was sie kriegen, ist eigentlich, wenn sie es im Fernsehen kaufen. Sie kriegen es zwar im Geschäft, ja, auch bei dir draußen, ja, aber wenn sie es bei uns über das Teleshopping beziehen, da ist immer noch ein Schnäppchen dabei. Ja. Also okay, also gleich sowieso. Oft gibt es keine Versandkosten und oft gibt es halt einfach noch ein zweites Set dazu. Also das haben wir im Geschäft nicht. Das gibt's haben auch die tollen Preise. Aber er hat natürlich schon Interesse daran, dass Leute noch ins Geschäft kommen. Das ist ganz klar, aber das ist wieder ein anderes Projekt und das sind wir schon sehr, sehr froh, dass das so gut läuft. Also wir werden sehen, wenn der Start schon so super war, dann möge das Baby gedeihen und wachsen. Ja. Es hängt ja nicht zuletzt an euch und dem Christian, dass er es gut macht mit seinen Studenten und Studentinnen und letztlich auch an Klaus Produkten. Gell? Das ist ja ganz klar. Die Produkte sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Eine Brücke, die dazu ja auch ganz gut passt, Christian Schmidt ist ja sehr zugange bei Steiermark 1 sehr jetzt und zugange, das muss man ja auch hier transportieren, wenn wir von mehr Infos und mehr Tipps reden. Graz im Trend, eine Geschichte, wo du Menschen präsentierst, Ideen präsentierst, Unternehmen präsentierst. Was ist da die Grundphilosophie? Es ist ein Lifestyle-Magazin. Ja. Also der Wunsch war schon lange da, dass es eine Kooperation gibt zwischen Steiermark 1 und eben mir und dann auch natürlich in weiterer Folge von der Musical Akademie. Und es hat lang einfach nicht so gestimmt, welche Art von Sendung. Ja. Und dann kam mir diese Idee, ein Lifestyle-Magazin, das gibt es jetzt da noch nicht und ich würde das gern irgendwie so in Kooperation machen. Und so ist der Gedanke dann entstanden. Und ich habe dann wirklich also für die Pilotfolge ein ganz tolles Team hinter mir gehabt. Das ist ja auch einer der Kameramänner, der da heute hinter der Kamera steht. Das ist der Wolfgang Freistädter, dem ich sehr dankbar bin, die Pilotfolge mit mir gemacht zu haben und dann natürlich auch der Gernot Wolf, der auch im Sender hier beschäftigt ist. Und wir haben tolle Leute gefunden, die sich eben mal anders präsentieren wollten. Ja, und unsere Berichte unterscheiden sich dahingehend, dass wir immer auch redaktionell was berichten, immer eine Geschichte verpacken und eben diesen Lifestyle, Society, Wellness-Gedanken mit einfließen lassen. Aber schon menscheln anlassen. Ja, also was so gesehen, aber also dieser Aspekt, dass man den Menschen in den Vordergrund rückt, auch Scheu nimmt. Also ich kann mich erinnern, eine Dame mit Haarproblemen, dass man da auch offen darüber vor der laufenden Kamera spricht, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ist ja auch schwierig, Modelle zu finden, aber es gibt sie dann. Und wenn es dann solche Modelle sind, die dann auch den Zuschauer berühren, und wir haben von der ersten Folge, wir haben so viel positives Feedback bekommen, dass ich habe immer geglaubt, die Sendung wird funktionieren. Dass sie so gut funktioniert, hat mich fast sprachlos gemacht. Was passiert, Gregor, du weißt, gell? Aber ich bin sehr begeistert und gerade diese menschlichen Geschichten und die Susanne, eben dieses Beispiel noch einmal zu nennen, hat das so authentisch rübergebracht. Das war so ehrlich, ja, und man hat das so richtig gespürt, auch beim Drehen schon. Ja, und die hat so eine Freude mit diesem Geschenk. Das ist ja, wird ja alles dann gesponsert, natürlich auch von den Firmen. Und da ist wirklich ein echtes Gefühl dabei. Und wir wollen eben sagen, wir machen Fernsehen von Steirern für Steirer und wir wollen einfach eine Emotion transportieren in jedem Beitrag. So soll es ja auch, glaube ich, in diesem Konzept sein. Ich glaube, das ist ja auch der Reiz des Fernsehens oder unseres Fernsehens, dass man es halt ein bisschen menscheln anlässt und nicht nur allglattes, schlecht synchronisiertes rüberbringt. Dass man es wirklich so rüberbringt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin sehr froh, dass ich bei der zweiten Sendung dabei sein durfte. Bei Graz im Trend. Es ist wirklich so, man kann wirklich seine Firma so präsentieren, wie sie ist. Und man braucht sich nicht verstellen, sondern man kann es wirklich zeigen, es ist so. Grad ehrlich, genau. Und ich glaube, das menschlich und das, glaube ich, das kommt bei den Leuten sehr, sehr gut an. Weil wir jetzt ja schon in der Schlusskurve sind und in dieser Zeit des Advent und schon ein bisschen vorausschauen, und ins Jahr 2013, Klaus Giermeier, was ist vom unmöglichen Kaufhaus 2013 zu warten? Noch mehr? An Kampfpreisen würde ich es nicht sagen, aber doch an Unmöglichkeiten. Wir werden sicher schauen, dass wir von den Preisen her noch viel mehr machen können. Aber ganz wichtig natürlich ist uns das Projekt des Home Shopping. Mhm. Und da wollen wir natürlich, dass vielleicht noch sich viele Firmen anschließen bei uns. Und ich glaube, dass das 2013 ein sehr, sehr gutes Jahr wird. Also das hoffen wir doch in unser aller Sinne und auch vor allem im Sinne unserer Seher, denn so wollen wir es auch transportieren. Es ist wirklich ein Mehr an Service, ein Mehr an Info, ein Mehr an Chancen. Lieber Klaus Giermeier, es ist Advent. Es ist nicht nur die Zeit, wo man ans unmögliche Kaufhaus denkt, sondern auch der Mensch in den Vordergrund rückt. Wie verbringt der Klaus Giermeier, der ansonsten viel zu tun hat, Advent und vor allem dann auch Weihnachten? Also Advent, muss ich sagen, also ist eigentlich schon eine Zeit für mich, wo ich mich schon ein bisschen zurückziehe auch. Mhm. Also wirklich eher besinnlich mache, so wirklich die vier Advent-Wochenende, muss ich wirklich sagen, also Zeit für Familie und Weihnachten eigentlich wirklich nur in ganz kleinen Kreisen.
Und der Christian, der ist ja so ein Turbo, ein Speedy Gonzales, kann er auch in dieser Zeit mal Chancen haben, zur Ruhe zu kommen? Es wird ein bisschen ruhiger. Also es ist dann so, dass ich jetzt noch eine Konzerttournee mache. Also Christmas Musical Moments heißen die Konzerte mit der Musical Akademie Graz und großem Orchester. Wir machen eine Steiermark-Tournee. Danach geht es in die Weihnachtsferien und auf die freue ich mich auch. Das ist für mich auch ganz wichtig, dann Zeit für die Familie zu haben, mich auch zurückzuziehen und einfach einmal das alles wirken zu lassen, was in den letzten Wochen und Monaten einfach so passiert ist. Kraft sammeln, denn ihr werdet es brauchen für euer beider Konzept. Genau. Ich wünsche euch seitens der Stadtgesprächrunde und unseres Teams alles Gute. Danke. Das Baby, wie gesagt, möge gedeihen. Ich bin ganz sicher, ihr habt so viel Engagement dahinter. Meine Damen und Herren, es sei Ihnen hier mit empfohlen. Schauen Sie mal rein. Ist sicherlich eine gute Chance und ein guter Tipp. Ich sage dem Klaus Kiermaier, herzlichen Dank, dass er da war, auch dem Christian Schmidt. Danke. Toi, 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 danke, wie gesagt, vielmals. Ihnen, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns.